Nach 3 Tagen musste ich ein zweites Mal notoperiert werden, haben die nachts noch irgendwo ein OP-Team zusammengetrommelt und dann haben die Ärzte gezaubert, sonst wäre ich nicht mehr da. Wenn du rausfinden willst, wie viel du Schlaf du brauchst, geh mal 3 Wochen campen und dann in der Gegend, wo es kein Licht gibt und dann findest du raus, was ist dein natürlicher Schlafbedarf. Du bist nicht genug, du reichst nicht aus, du bist nicht gewollt und das, ja, irgendwann war es einfach so drin. Ja. Hier ist EFYES, willkommen im Talkwerk. Meine Gäste heute sind ein ehemaliger Spitzenpolitiker, der dem Tod ins Auge geschaut hat, eine ausgeschlafene Autorin, die weiß, wie guter Schlaf geht, und ein Musiker, der schon als Kinderstar mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich sehr über meine Gäste heute am Talkwerk-Tisch. Schön, dass ihr da seid. Ich stelle euch mal vor und fange außen an bei Toni Kraus, Musiker, heute im Pop unterwegs, war aber schon mit 7 Jahren ein echter Kinderstar der Volksmusik, jahrelang auf den Bühnen unterwegs, im Fernsehen. Und das liegt wohl ein bisschen in der Familie, denn sein Vater, Thomas Rups-Unger, von den Randfichten. Ihr kennt vielleicht den Hit "Lebt denn der alte Holzmichel noch?" Also irgendwie steckt es in der Familie, die Musik schon. Aber trotzdem schon damals hast du ganz schön mit Selbstzweifeln zu kämpfen gehabt, schon als Kind. Das hat sich so ein bisschen durch dein Leben gezogen. Und wir reden heute mal darüber, was draus geworden ist und wie sich dein Leben auch musikalisch so weiterentwickelt hat. Schön, dass du da bist. Danke. Daneben Kerstin Hack, Autorin, Verlegerin, Coach. Gibt es eigentlich ein weibliches Wort für Coach? Coaching gibt es nicht. Ne? Kann man sagen, aber ich bevorzuge Coach. Das ist ein englisches Wort und dann kann man das in jeder Variante nehmen. Und als solche in dieser Funktion beschäftigst du dich seit einiger Zeit auch mit dem Thema Schlaf. Bei einem Online-Coaching, was du anbietest, haben sich neulich über 1000 Leute angemeldet. Also das scheint ein Thema zu sein mit dem Schlafen. Und deshalb ist es das heute auch für uns. Wir reden übers Schlafen. Schön, dass du da bist. Herzlichen Dank und schön, dass ich bei euch sein kann. Und daneben Peter Tauber. Peter war von 2013 bis 2018, wenn ich es mir richtig notiert habe, Generalsekretär der CDU unter Angela Merkel damals als Vorsitzende. 2017 ist er dann von einer schweren Darmerkrankung wirklich von einem Tag auf den anderen ganz schön aus der Bahn geworfen worden, ne, im Krankenhaus gelandet, inklusive Not-OP. Und die Folge war, dass er sich mittlerweile ganz aus der Bundespolitik zurückgezogen hat, aus der großen Politik, in mehreren Schritten. Und heute hat er eine eigene Beratungsagentur mit jemandem zusammen. Wen oder was beratet ihr denn da? Unternehmen, Institutionen, auch Persönlichkeiten, bunt gemischt. So, und wir müssen mal ein bisschen reden über das Thema Mut. Und das hat einen Grund. Du hast nämlich dein neues Buch mitgebracht, das den schönen Titel trägt, Mutmacher. Kannst du dich an eine Mutprobe erinnern, die du mal bestehen musstest? Nein, ich habe so einen Quatsch Gott sei Dank nicht machen müssen. Vielleicht mal eine, die du gar nicht geplant hast? Nein, aber mein Papa erzählt stolz immer von seiner Pfadfinderzeit. Und die mussten damals nachts über einen Friedhof. Und die älteren Pfadfinder hatten sich mit den Bettlaken, die man so braucht, um Geister zu simulieren, ausgestattet. Und das hat ihn wohl geprägt. Darüber redet er heute noch gerne. Ansonsten finde ich Mutproben den größten Quatsch, weil man Mut für etwas hat und den Mut stellt man nicht auf die Probe, sondern das ist zwar eine erneuerbare Energie, aber trotzdem wertvoll und die sollte man nur aufwenden, wenn sie etwas Gutem dient. Hältst du dich selbst für mutig? Nicht pauschal, aber ich glaube, wenn es drauf ankommt, kann ich für eine gute Sache oder für einen Menschen, der mir viel bedeutet, auch mutig sein. Ja. Mutmacher, warum so ein Thema als Buch? Naja, also ich habe natürlich in der Politik die unterschiedlichsten Situationen erlebt, Verzweiflung, Ärger, Wut auch, aber natürlich auch Momente, wo ich gedacht habe, toll, so geht das. Also so kann man eine Sache voranbringen, so kann man Menschen ermutigen. Und ich glaube, dass das eine ganz große Fähigkeit ist, wenn man so viel Kraft hat, dass man andere ermutigt oder befähigt, Probleme zu meistern. Und dann bin ich jemand, auch wenn ich jetzt kein politisches Spitzenamt mehr habe, mich interessiert natürlich, was in unserem Land, in unserer Welt passiert. Und ich finde, ehrlich gesagt, wir geben denen, die nur wütend sind und die immer nur was zu meckern haben, zu viel Raum. Es gibt aber so viele Menschen, die anpacken, die tolle Ideen haben, deren Geschichten inspirieren. Und das sind 12 Menschen in dem Buch, die ich da porträtiere, die ich alle kenne und von denen ich sage, ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte. Und die sind inspirierend und die, finde ich, sollen unbedingt mal eine Bühne haben. Hm.
du schreibst in dem Buch, den Mutigen gehört die Welt. Aber was ist denn jetzt mit denen, die sich gar nicht so mutig fühlen? Haben die einfach Pech gehabt? Das Verrückte ist, dass ich, nachdem ich die 12 gefragt habe, machst du mit? Und ich die Geschichte aufgeschrieben hatte. Es sind 12 sehr unterschiedliche Geschichten. Alle danach einen Satz gesagt haben, ich habe eigentlich nichts Mutiges gemacht. Und ich glaube deswegen, dass jeder von uns die Möglichkeit hat, mutig zu sein, er es selber aber dann gar nicht als mutig empfindet, wenn es ihm um was geht. Also dieses über sich selbst hinauswachsen, das können wir, glaube ich, alle. Da brauchen wir den Heiligen Geist, Menschen, die uns helfen und tragen. Aber eben nicht permanent. So wie wir nicht permanent 150% geben können. Es kommt auf den richtigen Moment an, auf die Sache, die es wert ist. Und dann, glaube ich, kann das jeder von uns. Heißt mutig sein, keine Angst zu haben? Nein, Angst und Mut brauchen einander. Mut ist, wenn man die Angst überwindet. Ich habe mal den schönen Satz in einem Lied, glaube ich, gehört. Mut ist, wenn du mit der Angst tanzt. Finde ich einen schönen Ausdruck eigentlich. Ja, ein schönes Bild. Vor einigen Jahren hast du dann mal den Mut gebraucht, dir selber, und das vielleicht gerade so als Spitzenpolitiker gar nicht so einfach, dir selber deine Schwäche einzugestehen. Sagen, okay, ich bin jetzt am Rand mit meiner Kraft, am Rand mit dem, wo ich noch was gestalten kann. Du warst damals Generalsekretär der CDU und das war mitten in der Zeit der Koalitionsverhandlungen und plötzlich bei dir gesundheitlicher Zusammenbruch. Es ging überhaupt nichts mehr. Erzähl mal, was ist da passiert? Ich habe vorhin so ein bisschen mit deiner Anmoderation gehadert, weil ich diese Situation, wo ich sozusagen wirklich dem Tod ins Auge geschaut habe, das habe ich gar nicht als so schlimm in Anführungszeichen empfunden. Viel schlimmer war für mich eigentlich der Moment, wo ich mir eingestehen musste, das Selbstbild, was ich mir so über Jahre aufgebaut hat, das stimmt nicht. Also ich habe mir eben gedacht, du bist Anfang 40, du läufst dreimal im Jahr einen Marathon, du bist der CDU-Generalsekretär der größten Volkspartei, den gibt's nur einmal. Und alles, was da an Anfeindungen gibt und auch an manchmal berechtigter Kritik, das perlt so an dir ab. Das steckst du weg. Und es stimmt nicht. Ich bin dann vielleicht eben doch zu sensibel oder habe keinen guten Umgang damit gefunden. Und in dem Moment, wo ich so völlig hilflos war und auf die Ärzte auch angewiesen war, da ist mir eben bewusst geworden, du hast da eigentlich dir ein Bild zugelegt, das bist du gar nicht. Das war für mich viel schlimmer, als dann später, das ist zeitlich auseinandergeschehen, ich so einen absoluten Moment der Schwäche hatte, wo ich dann wirklich gedacht habe, okay, jetzt ist es wahrscheinlich gleich vorbei und dann wird der liebe Gott sich was bei gedacht haben. Ja. Was war das für eine Erkrankung? Was hast du da festgestellt? Es ging ja dann schon von einem auf den anderen Tag ins Krankenhaus. Ne? Ja, also in dieser Moment, das war auch eigentlich der Schlimme, als ich dann nachts um 3 völlig hilflos, weil ich solche Schmerzen nicht kannte, ich wusste gar nicht, dass man so Schmerzen haben kann, den Notarzt rufen musste. Dann haben die mich auch wieder halbwegs in Ordnung gebracht, haben aber gesagt, du musst operiert werden bei der Schwere dieser Entzündungsschübe. Ich hatte eine Sigma-Divertikulitis, so heißt das. Manche können damit ein Leben lang leben, haben das nur ein oder zweimal oder in leichter Form. Und bei mir war es sehr schwer, sodass die Ärzte gesagt haben, nach dem zweiten Schub, du musst es operieren. Dann habe ich auf den Rat der Ärzte gehört und dann gab es eine erste OP. Und wie das immer ist, es gibt ja Komplikationen. Und dann sagt man, 90% der Operationen sind völlig unproblematisch. Und dann sagt man sich, ich bin ja bei den 90, ich war aber bei den 10. Und dann nach 3 Tagen musste ich ein zweites Mal notoperiert werden, haben die nachts noch irgendwo ein OP-Team zusammengetrommelt und dann haben die Ärzte gezaubert, sonst wäre ich nicht mehr da. Hast du das damals selber so dramatisch empfunden, wie ich es dann am Anfang auch in der Anmoderation gesagt habe? Also es ist ganz komisch, wenn du dann nachts kurz vor Mitternacht in so ein OP geschoben wirst, man pumpt dir nochmal den Magen aus und du hast schon so eine Sonde. Und dann sagt der Arzt, rufen Sie doch noch mal Ihre Mutter an. Und du rufst zu Hause an und sagst, Mami, mach dir keine Sorgen. Merkst du nicht, dass du gerade eigentlich das Gegenteil verursachst? Was macht eine Mutter? Die macht sich natürlich Sorgen, wenn du mitternachts anrufst und sagst, ich muss übrigens noch mal operiert werden. Und da hatte ich Gottvertrauen, das kann ich so sagen. Aber wie war das denn dann plötzlich so total lahmgelegt zu sein? Nochmal der Kontext, es waren gerade und voll wichtig für deine Partei gewesen, Koalitionsverhandlungen, die du eigentlich als Generalsekretär dann auch mitführen musstest und dann plötzlich nicht mehr handlungsfähig zu sein. Wie war das? Also an sich ist das ja ein tolles Gefühl, wenn du Verantwortung hast. Dazu muss man ja kein Politiker sein. Das kennen, glaube ich, viele Menschen aus ihrem Beruf oder aus der Familie. Du wirst gebraucht. An dir hängt es jetzt und du hast keine Zeit, dich mit dir selber zu beschäftigen, weil du musst ja die Aufgabe erfüllen, andere haben eine Erwartung. Ist ja auch schön selbstlos. Und das ist erstmal sehr, sehr schön, absolut. Aber das kann natürlich dazu führen, und das habe ich sicher auch gemacht, dass du
und das ist ja oft nötig, dass du dich auch mal kritisch mit dir selber beschäftigst. Was mache ich da eigentlich gerade? Ist das richtig? Passt das zu mir? Bin ich davon wirklich überzeugt? Das kannst du sehr elegant wegschieben, weil du hast ja ständig eine Aufgabe. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Und in dem Moment, wo du dann da liegst im Krankenhaus, und das ist ja das Gute in Anführungszeichen, keiner wollte mehr was von mir. Ich hatte meine Ruhe. Ja, dann bleibt ja nichts anderes. Dann musst du anfangen, kritisch über dich selber nachzudenken. Und das ist sehr ehrlich, aber auch super anstrengend. So habe ich es empfunden. Aber war gut. Also im Nachhinein auch irgendwie verstörend, war ich dankbar dafür. Das klingt ja ein bisschen komisch, ja, wenn man so schwer krank war und dann sagt, da war ich auch irgendwie dankbar für, weil ich weiß nicht, wie ich sonst diese Kraft gehabt hätte, mich selber so anzuschauen. Aber wenn man es gewohnt ist, dass man ständig angerufen wird, dass man ständig gebraucht wird und dann plötzlich kommt nichts mehr, ist doch auch verstörend, oder nicht? Ich war so schwach, dass ich das nicht als schlimm empfunden habe, sondern eher, das war fast befreiend. Das heißt, du warst gar nicht in der Lage, kann ich mir jetzt das eigentlich eingestehen, dass ich die Kraft nicht mehr habe, sondern sie war einfach nicht mehr da? Sie war dann in einem gewissen Momentum eben einfach auch nicht mehr da, ja. Würdest du sagen, dass du deinem Lebensstil Tribut gezollt hast? Oder ich glaube, deinem Amt? Das machen wir alle. Dieser schöne Satz, der Tag hat 24 Stunden, wenn das nicht reicht, nehmen wir noch die Nacht dazu. Das ist so ein bisschen so eine Haltung, wenn es darum geht, das Pensum abzuarbeiten. Und du weißt eben, in der Konstellation, der Schreibtisch ist nie leer. Du kannst machen, was du willst. Du gehst abends nicht mit einem sauberen Schreibtisch nach Hause. Da ist immer noch was, was da liegt oder noch kommt. Und da ein gutes Maß zu finden, auch auf sich selber zu achten, aber auch die Aufgaben zu priorisieren, das ist nicht so leicht. Da hört ein Coach neben dir zu und du coachst Menschen in herausfordernden Lebenssituationen. Ja. Wäre er so ein Fall für dich gewesen? Wahrscheinlich schon. wenn du bereit gewesen wärst, das ist natürlich die große Voraussetzung beim Coaching. Gibt ja manchmal so die Situation, dass so der Ehemann oder die Ehefrau sagt, du solltest mal zum Coach gehen. Und man selber hat wenig innere Erkenntnis. Da kann ein Coach auch nicht viel machen, außer anbieten, sagen, das könnten wir machen, aber das nützt nichts. Oder auch, wenn ein Mensch nur jammern will. Aber tendenziell, wenn jemand sagt, boah, ich will mal hinschauen, ich will gucken, was ist eigentlich das, worauf ich baue, wo ich hin will, was meine Perspektiven sind, das ist ein super Thema für Coaching. Ich hätte diese Art von Coaching definitiv gebraucht, aber ich hätte sie definitiv nicht nachgefragt, sondern das Coaching, was ich damals nachgefragt hätte, wäre gewesen, wie werde ich noch effizienter, effektiver in meinem Zeitmanagement? Wie hole ich noch mehr aus den 60 Minuten raus? Nicht, wie gewichte ich das so, dass ich zum Beispiel mal Zeit habe für mich, um dann in der anderen Zeit vielleicht viel besser zu sein. Ja. Das ist ja das Geheimnis oft auch. Also insofern wäre ich damals nicht zu dir gekommen. Ich merke das ja jetzt selber auch in meiner aktuellen Tätigkeit in der Beratung. Dann kommen Leute auf dich zu, wo du nach kurzer Zeit merkst, die möchten eigentlich gar keine echte Beratung, die möchten nur eine Bestätigung, dass die alles richtig machen. Ja. Und das ist natürlich nicht der Weg, sondern das Gute ist, wenn du dir jemanden holst, der von außen auf dich schaut, wie dich als Coach, dann in eine Dynamik zu kommen und sagen, was kann ich eigentlich anders machen? Ja, und sag mal, als Coach ist es dann ein Stück die Kunst, die Brücke zu schlagen. Ja. Also zwischen dem, was der Mensch wirklich will. Der Kunde ist natürlich Kunde und wenn jemand sagt, ich will effizienter werden, dann würde ich damit anfangen, aber dann vielleicht irgendwie die Brücke schlagen, sagen, die Wissenschaft sagt, effizienter sind Menschen, die sich auch Ruhe gönnen. Oder für ein effizientes Leben braucht man verschiedene Lebensaspekte. Da arbeite ich sehr viel, ausgehend von der Schöpfungsgeschichte, diese so 8 zentrale Lebenselemente, die man braucht. Da gehört Vision dazu, gute Strukturen, auch Produktivität. Wir brauchen das, Erfolge zu haben, aber auch Feiern, Höhepunkte, Energie, Beziehungen, Reflexion und natürlich auch Ruhe. Ja. Und wenn man da so die Brücke hinkriegt, sagt, wow, ja, Effizienz ist wichtig, aber es ist nur eine von 8 Dingen, die wichtig sind. Lass uns mal gucken, so vielleicht wäre das ein Weg gewesen. Und das spielt auch bei den Mutmachern eine Rolle, auch in dem ersten Buch, wo ich ein bisschen ausführlicher über meine Krankheit geschrieben habe. Was ich eigentlich erreichen wollte, habe ich genau das Gegenteil teilweise gemacht. In dem Moment, wo ich mich mal rausgenommen hätte mich sozusagen auch mal um mich gekümmert, wäre ich, und da habe ich auch konkrete Situationen vor Augen, wäre ich aufmerksamer und achtsamer für andere gewesen. Also auch das schöne Gebot der Nächstenliebe heißt ja nicht umsonst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, du musst auf dich selber auch Acht geben. Wenn du selber achtlos mit dir umgehst, wie willst du die Aufmerksamkeit haben für andere?
Und das übergehen wir da leicht, ja, dass wir auch verantwortlich sind für uns selbst. Und da habe ich sicherlich Sachen falsch gemacht. Jetzt ist ja quasi die Krankheit zum Coach geworden für dich, so ein bisschen. Was ist denn das, was du sagen würdest, was du aus dieser gesundheitlichen Krise vor allem gelernt hast? Für meinen Glauben habe ich das große Glück, manche in so einer existenziellen Situation werden ja dann angefochten. Manche finden auch in so einer Situation den Glauben. Bei mir war das große Glück, der hat mich einfach nur weitergetragen. Aber anders. Ich habe einen sehr kindlichen Glauben. Aber ich habe vorher in meinem Leben auch im Gebet immer nur Danke sagen müssen. Ich hatte alles. Es war zum ersten Mal eine Situation, wo ich gedacht habe, wenn ich mir irgendwas erbitten kann, dann würde ich gerne weiterleben, weil ich lebe eigentlich super gerne. Aber dein Wille geschehe. Das war zum ersten Mal. Und ich habe das Glück, dass mich mein Glaube seitdem eben weiterträgt. Insofern ist das gar nichts, was neu ist, wo nur die Perspektive ein bisschen anders geworden ist. Und in den anderen Dingen, naja gut, ich bin halt trotzdem Peter, also ich bin in vielen Dingen so, wie ich vorher war, Gott sei Dank. Aber ich versuche daraus, was zu lernen und nicht einfach weiterzumachen. Bist dann irgendwann komplett aus der Bundespolitik ausgestiegen. Mhm. Warst ja dann noch Staatssekretär im Verteidigungsministerium, genau, glaube ich. Ne? Und warst noch Bundestagsabgeordneter. Genau. Und irgendwann hast du aber gesagt, nee, das ist jetzt alles Schluss mit. Warum hast du das gemacht? Ich war oder bin ein sehr pflichtbewusster Mensch. Ich bin 2017 krank geworden, 6 Wochen nach der Bundestagswahl. Das heißt, ich war gerade wiedergewählt. Und dann habe ich gedacht, da haben mich so viele Menschen unterstützt, die erwarten was von mir, die haben Vertrauen in mich gesetzt. Ich schmeiß das jetzt nicht hin. Ich mache die 4 Jahre noch. Und habe dann aber innerlich relativ schnell gesagt, du wirst aber wahrscheinlich nicht noch mal kandidieren. Das habe ich dann erst sehr spät kommuniziert, aber bei mir war das recht früh klar. Und dann habe ich eben darüber nachgedacht, wie will ich denn das jetzt eigentlich weitermachen, wie will ich das zu Ende bringen. Und das ist, wie ich finde, im Nachhinein ein Geschenk gewesen, dass ich wusste, es hört auf. Ich habe jeden Tag viel bewusster erlebt. Ich habe Momente, Sitzungen, nicht in dieser Hektik, sonst gehst du rein, weißt schon, der nächste Termin ist in 1,5 Stunden. Sondern ich habe gedacht, okay, jetzt ist wahrscheinlich das vorletzte Mal, dass du das jetzt hier machst. Das schaust du dir bitte genau an. Und dann war es so, dass ich bin direkt von der Reha Staatssekretär geworden. Ich habe nicht die nötige Pause gemacht. Also ich war da wieder dann nur bedingt achtsam. Aber das Amt als Staatssekretär im Verteidigungsministerium war so toll. Da waren so viele wunderbare Menschen, die ich begleiten durfte, unterstützen durfte, dass ich das trotzdem gemacht habe. Und dann war es eben so, 2021 hat mich mein Körper nochmal daran erinnert, dass es einen Grund gab, warum ich über das Aufhören nachgedacht habe. Ich hatte dann nochmal einen Tinnitus, ein Magengeschwür, konnte nicht mal richtig laufen, eine schwere Sportverletzung, einen Leistenbruch. Und dann habe ich gedacht, okay, du hast letztes Mal gesagt, du musst achtsamer sein, hast darüber sogar ein Buch geschrieben. Vielleicht wäre es ganz gut, du machst es dann auch so. Und dann habe ich eben ein halbes Jahr früher vor der Bundestagswahl aufgehört. Ist man jetzt, wenn man in der Politik bleibt oder bei ähnlich krassen Jobs, ist man dem ausgeliefert und kann gar nicht anders? Muss man dann aufhören? Oder gibt es für Menschen, die den Job noch machen, eine Hoffnung, dass die vielleicht doch einigermaßen vernünftiges Leben führen? Als der Verlag mich fragte, schreibst du da mal was drüber oder erzählst du das, habe ich gesagt, ich mache kein Buch über einen Politiker, der jammert. Das finde ich ganz schrecklich. Und dann sagte der Verlag, es geht gar nicht darum, dass sie Politiker waren. Es geht darum, dass wir in unserer Gesellschaft so viele Menschen haben, die irgendwo vorne stehen, in Verantwortung sind, als Schulleiterin oder Pflegedienstleiter. Die kennen das Gefühl, was sie haben. Die sind alleine, die müssen Leistung bringen, die überfordern sich vielleicht auch, die trauen sich vielleicht auch nicht, um Hilfe zu fragen. Und manchmal braucht es ja auch Mut zu sagen, ich kann das jetzt nicht mehr, kann mir wer helfen? Und an sich ist das eine Stärke, wenn man das kann. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun in unserer Gesellschaft. Und insofern habe ich dann gesagt, dann erzähle ich die Geschichte, weil wenn das der Plot ist, dass es darum geht, Menschen zu ermutigen, Sachen nicht alleine durchzuziehen, sondern dass wir das zusammentun, dann ist es, wie ich finde, dann wieder eine mutmachende Geschichte. Vielen, vielen Dank. Gerne. Peter. Ja, und jetzt reden wir über ein Thema mit Kerstin weiter. Ich wette, das kennst du auch aus deinem eigenen Leben, dass das nicht immer ganz so einfach ist. Und das ist die Sache mit dem Schlafen. Warum, Kerstin, ist das eigentlich ein Thema, über das man reden muss? Könnt ihr jetzt denken, nö, schlafen, hinlegen, schlafen, fertig. Ja, schön wär's. Wer gut gearbeitet hat, schläft auch gut nachher. Ja, und es ist einfach eine rein statistische Sache. 80% aller Angestellten in Deutschland nach einer DRK-Studie schlafen regelmäßig schlecht. Und 50% davon sagen, sie sind chronisch übermüdet.
Das heißt, das ist ein riesiges gesellschaftliches Problem. Du hast es schon erwähnt, ich habe jetzt gerade einen Online-Schlafkurs laufen und es haben sich 1200 Leute angemeldet. Also das ist ein signifikantes Problem. Und bei den Teilnehmern reicht es von Leuten, die mal schlecht schlafen, bis zu Leuten, die regelmäßig nur 2 Stunden am Stück schlafen können und einfach aufwachen. Und es ist letztlich eine Kunst, die wir verlernt haben. Also du hast völlig recht, Schlaf ist was Natürliches. Aber wir leben in einer Welt, die an vielen Stellen nicht mehr natürlich ist. Also natürlich ist, dass man viel Zeit im Freien verbringt, viel Sonnenlicht tankt, dass es tagsüber warm ist und nachts kalt ist, dass man sich bewegt, dass man gesunde Nahrung isst. Und all das trägt zu gesundem Schlaf bei. Und an vielen Stellen leben wir nicht mehr gesund. Also wir machen die Nacht zum Tag, am Abend zu viel Licht in unseren Augen, ja, das uns einfach am Schlaf hindert. Und wie gesagt, viele Menschen wissen gar nicht mehr, was brauche ich denn, um gut schlafen zu können. Und dann kommt natürlich noch der ganze emotionale Stress dazu. Aber auch so Sachen wie also der Darm, wie Gesundheit. Also der Darm produziert Serotonin. Also Serotonin ist das Wohlfühlhormon, das wird im Darm produziert, wenn man genügend Eiweiße isst. Und wenn es dem Darm schlecht geht, geht es der ganzen Seele mit schlecht, weil man einfach nicht mehr genügend Serotonin produzieren kann. So. Und da ein bisschen, also ist mein Herz, mein Wunsch, Menschen wieder so ein paar Basisbausteine zu geben, sagen, ja, das könnt ihr tun, um besser zu schlafen. Das heißt psychosomatisch, also es spielt da vieles mit rein, so, sowohl der Körper als auch der Geist dabei. Wie fing das denn an, dass das für dich ein Thema geworden ist? Also auf 2 Ebenen. Das eine ist, ich arbeite als Coach und arbeite als Emotionscoach und habe dann immer mal wieder gemerkt, ich kann den Körper nicht coachen. Ich kann Menschen coachen auf der emotionalen Ebene, aber wenn jemand zum Beispiel ständig Junkfood isst und sich dann schlecht fühlt, da kann ich mir den Kopf wund coachen. Das wird nur bis zu einem gewissen Maß reichen. Und ich habe mal ein spannendes Interview gelesen mit einer Psychotherapeutin und die sagt, bevor sie Leute seelisch behandelt, stellt sie erstmal deren Ernährung um. Und bei vielen Leuten, teilweise wirklich bis hin zu Schizophrenie, ist dann keine Behandlung mehr nötig. Wenn die ihrem Körper die Bausteine geben, die man braucht, um eben zum Beispiel die richtigen Hormone herzustellen. Nicht in jedem Fall, also keine Frage, aber Körper und Seele spielen da ganz stark zusammen. Und ich habe dann einfach gemerkt, ja, den Körper kann ich nicht coachen. Und dann habe ich mich mehr damit angefangen zu beschäftigen, ja, was braucht denn der Körper, um gute Gefühle herzustellen? Was ist nötig? Was hilft dem Körper? So, das ist so die eine Schiene. Und die andere war, dass es in meiner Familie einfach mehrere Familienmitglieder gab, die einfach über Jahre hinweg immer mal wieder mit schlechtem Schlaf gekämpft haben. Ich erfreulicherweise nicht. Aber ich kenne das nachts leise durchs Haus schleichen. Und ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, da kann man nichts machen. Und als ich entdeckt habe, wow, da kann man sehr viel machen. Und Schlaftabletten oder das Schlafbier, was nur kurz beim Einschlafen hilft, aber nicht beim Durchschlafen und so weiter. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, sondern es gibt viele Schrauben, an denen man drehen kann. Und ich bin Mensch, ich liebe Effizienz. Also, und ich liebe es, wenn ich Wege finde, wie man Dinge einfach besser machen kann. Und dann zu sehen, boah, Schlaf kann man besser machen. Das fand ich toll. Wie sieht denn dann das Ziel aus? Was ist denn in deinen Augen ein gesunder, optimaler Schlaf? Wie sollte der aussehen? Also ein gesunder, optimaler Schlaf ist, ja, ich weiß gar nicht, ob das Ziel sein sollte. Mein erstes Ziel wäre, dass Menschen überhaupt verstehen, was beeinflusst Schlaf. Dass man so eine gewisse Schlafkompetenz entwickelt. Ich bin gestern 7 Stunden zugefahren und war vorher in einer Veranstaltung gesessen. Das heißt, ich habe mich ganz wenig bewegt und habe gestern schlechter geschlafen als sonst und weiß einfach, das hat mit Bewegungsmangel zu tun. Mit Sauerstoffmangel, mit Bewegungsmangel und mit einer Straßenlampe, die mir ins Hotelzimmer geleuchtet hat. Aber wie würdest du denn dann definieren, wenn du jetzt sagst, dass ich habe schlecht geschlafen? Mhm. Was ist denn schlecht und was ist gut? Ja, von daher, also was ich sagen wollte, ist erstmal zu wissen, was Schlaf beeinflusst, eine Schlafkompetenz, ein Wissen,
Das ist, finde ich, erstmal hilfreich. Und das Zweite ist, man sagt ungefähr, gesunde Menge Schlaf ist 7 bis 8 Stunden. Was nicht heißt, die Zeit im Bett. Jeder Mensch wacht mehrfach in der Nacht auf, zwischen den einzelnen Schlafphasen. Gesund ist, wenn man ungefähr innerhalb von einer Viertelstunde einschläft, wenn man aufgewacht ist. Also mal aufwachen ist völlig in Ordnung. Dieses Ideal von, ich falle ins Bett, ich schlafe wie ein Stein, ich wache nie nachts auf, das ist eher ungesund. Das zeigt, dass man völlig erschöpft ist. Sondern mal aufwachen ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sich danach ja, wieder beruhigen und wieder einschlafen kann. So, die beiden Herren am Tisch. Wenn ihr das so hört, seid ihr gute Schläfer? Habt ihr einen gesunden Schlaf, Toni? Also ich habe mich auch mal in einer Zeit, wo mir es nicht so gut ging, sehr intensiv mit Schlaf befasst. Und also das, was du gerade sagte, so ein bisschen erstmal überhaupt verstehen, was beeinflusst meinen Schlaf. Ich war bis dahin so als junger Mensch, ich habe überhaupt nicht drauf geachtet und ich konnte mich immer ins Bett legen, egal was war, egal ob es persönliche Dinge gab, die gerade nicht so gut liefen oder ob viel Stress war oder ob wenig Stress war, wenig Bewegung. Ich konnte immer schlafen und immer genug. Ich habe mich nie übermüdet gefühlt und auf einmal kam ich in eine Situation, wo das aber komplett anders war, wo ich gar nicht mehr schlafen konnte teilweise, wo ich eine Zeit lang mal nur auf Tabletten geschlafen habe. Und wenn ich geschlafen habe, dann eigentlich mich gefühlt habe, also ich aufgewacht und nicht das Gefühl hatte von, ich erhole mich. Und dann musste man tatsächlich erstmal anfangen, irgendwie zu verstehen, was kann ich denn machen, um dass es mir besser geht und dass ich einfach besser ins Schlafen komme. Und zum einen, speziell in meiner Generation, aber ich glaube, das ist selbst in der Generation zuvor schon so, wir haben einen Lebensstil, der, glaube ich, dem Schlaf nicht wirklich zugutekommt an vielen Stellen. Und genau diese Kompetenz, die eben wichtig wäre, wird eigentlich nirgends vermittelt. Also ich bin 12 Jahre zur Schule gegangen, ich habe kein gutes Abi, aber ich habe ein Abi. Und ich habe ganz viel gelernt in dieser Zeit oder auch nicht, aber ich habe auf jeden Fall nichts gelernt darüber, wie schläft man gut, wie ernährt man sich gut. Und ich glaube, das sind Dinge, wo wir gerade das wusste ich als junger Mensch noch nicht ganz so tangiert, gefühlt, wo es richtig gut wäre, da einfach auch Dinge zu wissen und sich da eine Kompetenz anzueignen. Weil Schlaf ist am Ende, wenn du nicht schläfst, sind Tage der Horror. Und selbst, also ich kenne das dann auch, wenn es dann so, bei mir ging jetzt eine Schlafstörung rein, wenn du dann einfach froh bist früh, dass die Nacht vorbei ist, dass du jetzt aufstehen kannst, aber dich dann den ganzen Tag über eigentlich schon die Angst quält, dass du dann irgendwann, dass es wieder Nacht wird und du wieder schlafen musst, das wird ein Teufelskreislauf. Und dann aber nicht kannst. Das kann sich ja richtig aufschaukeln. Ja, ja. Das kenne ich komplett anders. Also aber nicht im positiven Sinne. Ja. Sondern bei mir war das eben so, wenn der Tag, das war so in der Hochphase, also Bundestagswahlkampf zum Beispiel, oder 2015 die sogenannte Flüchtlingskrise. Da habe ich maximal 5 Stunden geschlafen, auch am Wochenende, weil der Körper dann auch irgendwann sich daran gewöhnt hatte oder weil auch am Sonntag Sitzungen waren. Und dann bin ich um Mitternacht ins Bett. Gegessen hat man sowieso schon mal unregelmäßig. Also ich habe dann um 23 Uhr noch was gegessen, weil tagsüber bin ich nicht richtig dazu gekommen. Und dann bin ich um 5 aufgestanden. Egal wie. Und ich habe traumlos geschlafen. Und ich habe durchgeschlafen. Mhm. Ich bin nie wach geworden, weil ich war wie ein Stein ins Bett. Also das Negativbeispiel, was du beschrieben hast, da habe ich mich sehr drin wiedergefunden. Und um 5 Uhr klingelte der Wecker und dann bin ich raus. Und die erste Stunde war irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, was ich dann da immer gemacht habe. Aber ich war dann um 6 irgendwo an einem Schreibtisch oder im Büro oder auf dem Weg dahin, wie auch immer. Und dass ich wieder träumen kann, das fängt jetzt erst wieder an. Das hat lange gedauert, das ist schon krass. Hast du das ganz lang von Adrenalin gelebt? Ja, wahrscheinlich. Und die Frage, die ja dann auch immer da kommt, glaubst du, dass Menschen unterschiedlich viel Schlaf brauchen? Ja. Also das ist schon so, dass manche kommen mit 6 Stunden gut aus und manche brauchen 8. Ja. Das würdest du sagen? Ist also so. Man sagt, wenn du rausfinden willst, wie viel du Schlaf du brauchst, geh mal 3 Wochen campen und dann in einer Gegend, wo es kein Licht gibt, und dann findest du raus, was ist dein natürlicher Schlafbedarf ungefähr. Ne? Weil dann eben so diese ganzen künstlichen Faktoren wegfallen. Und dann stellt man auch raus, fest, ist man Morgenmensch, ist man Nachtmensch. Mhm. Und natürlich ist Urlaubsschlafbedarf ein bisschen anders als Alltag, aber ja. So, jetzt werden wir mal ganz konkret. Für viele geht es ja schon los mit dem Einschlafen abends. Ne? Also kennt vielleicht der ein oder andere dieses Gefühl, man legt sich abends hin und denkt, so, jetzt ich bin auch total kaputt und jetzt muss ich mal schlafen. So, und dann liegt man da und dann geht's
Kopfkino los. Mhm. Ne? Da kommen die Gedanken, ach, das müsste doch noch und was habe ich nicht und so. Und dann kommt vielleicht das falsche Hormon, ne? Da kommt dann Adrenalin statt ein beruhigendes Hormon. Kann man dagegen irgendwas machen? Weil ich kenne das von mir selber auch in manchen Phasen, dass ich das Gefühl habe, je mehr ich mich jetzt zwinge, sei müde, schlaf, ich muss schlafen, desto schlimmer wird es ja. Ja, je mehr ich darüber nachdenke, dass ich jetzt aber schlafen will, desto weniger kann ich schlafen. Ja, ganz logisch, weil wenn du sagst, ich muss jetzt schlafen, schüttet das Adrenalin aus. Und wenn du Adrenalin ausschüttest, dann wird die Produktion von Melatonin gestoppt. Mhm. Völlig logisch, wenn du vor einem Löwen davonläufst, willst du nicht einschlafen. Ja. Also von daher ist es schon vernünftig vom Körper, dass wenn du einfach eine stressige Situation hast, dann bleibst du wach. Mhm. Und das Dumme ist, wenn unser Gehirn uns sagt, das ist jetzt stressig, das sind ja meistens keine echten Löwen, sondern so diese Papiertiger, die sich so in unseren Gedanken aufblähen. Die Herausforderung ist, dass man meistens in dem Moment das gar nicht stoppen kann, weil die Bausteine fehlen. Also von daher würde ich wirklich auf der körperlichen Ebene anfangen, damit der Körper genügend Melatonin produzieren kann, braucht er Eiweiße. So. Genügend Eiweiß, also Tryptophan vor allem, das ist ein Eiweiß, das so in Eiern, in Fleisch, in Nüssen, sowas drin ist. Daraus bildet der Körper tagsüber Serotonin, so unser Wohlfühlhormon. Brauchst du auch noch ein bisschen Vitamin D, Vitamin B, B12, bisschen Sonne, bisschen Bewegung und dann ist dein Körper voll mit Serotonin. Also dem Hormon, das dann macht, dass es uns gut geht. Und wenn es dunkel ist, baut der Körper das um zu Melatonin. Das Problem ist, bei uns ist es oft gar nicht dunkel. Also nicht nur, wenn man irgendwie Straßenlaternen vorm Fenster hat, sondern oft auch, wir haben oft bis zum Schlafen gehen, du sagtest auch, eure Generation ist noch stärker als vielleicht bei uns. Man ist bis abends um 11 am iPhone, Samsung, was auch immer, am Handy, um keine Werbung hier zu machen, also am Handy oder am Tablet. Und das Licht von diesen Geräten hat 5-mal so viel weißes Licht wie die Sonne prozentual. Und das Licht sagt uns, sei wach, sei wach, sei wach, sei wach. Und bis 11 haben wir oder 12 haben wir diese Lichtquellen in den Augen oder am Schreibtisch, am PC. Und dann auf einmal soll der Körper umschalten und schlafen. Geht nicht. Also ich empfehle den Leuten immer, 1-2 Stunden vorm Schlafen Lichter zu dimmen, Temperatur abzukühlen, weil der Körper auch Kühle zum Schlaf braucht. Es gibt sogar Brillen, die das Blaulicht rausfiltern. Sieht mal ein bisschen aus wie Bono, aber ist eigentlich ganz cool. Und ich nutze die Abend eine Stunde vorm Schlafen. Und man kann quasi gar nicht nur die Gedanken kontrollieren, wenn die körperliche Basis nicht stimmt. Und die Gedanken... Würdest du dann sagen, also nicht nur kurz vorm Schlafen nochmal aufs Handy gucken und dann das Handy wegwegen, sondern würdest du es auch dunkel machen? Ja, im Zimmer? Also ja. So dunkel wie irgend möglich. Also die Sonne hat... Licht wird in Lumen gemessen. Und die Sonne hat sowas zwischen 30.000 und 130.000 Lumen. Eine LED hat 1.000 und schon 10 Lumen beeinflussen den Schlaf, also negativ. Das heißt, schon so ein blödes, kleines Licht von einem Router oder sowas wirkt sich auf den Schlaf aus. Nicht so, dass man nicht mehr schlafen kann, aber dass von den Schlaflaboren her, dass der Schlaf eben nicht ganz so tief ist, nicht ganz so erholsam. Und von daher habe ich öfters, also ich habe in meinem Geldbeutel so ein paar Klebepunkte. Und wenn ich in Hotels bin und das sind irgendwelche dummen Blinklampen da, die werden überklebt und hoffentlich denke ich dann am Morgen dran, die Kleber wieder abzumachen. Ja, gut. Dann waren wir jetzt gerade quasi bei den konkreten Gedanken, die mich dann wach halten. Wenn ich versucht habe, tatsächlich vom Umfeld, von meiner Art, den Tag zu gestalten, es so gut wie möglich zu machen, aber dann liege ich da, aber die Gedanken lassen mich nicht los. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Ja. Also was auf jeden Fall hilft, ist, sich am Abend zu irgendeinem Zeitpunkt aufschreiben, was man am nächsten Tag tun will, weil dann ist das schon mal aus dem Gehirn weg. Also jeder kennt das, man ist kurz vor Einschlafen und auf einmal fällt einem ein, ich muss noch Kürbiskerne kaufen. Oder ich muss noch meine Schuhe zum Schuster bringen oder ein Bahnticket buchen. Und plötzlich ist man wieder hellwach. Und das, von daher ist es clever, neben dem Bett, also im Idealfall keine helle Lampe zu haben, sondern so eine rote Lampe, die einen nicht aufweckt und einen Zettel, wo man die Sachen aufschreiben kann. Aber noch besser ist eben eine halbe Stunde vorm Einschlafen oder nach Feierabend einfach aufschreiben, was ist morgen dran.
auch ist gut, Rückblick zu halten. Also Dankbarkeit zum Beispiel erhöht den Serotoninspiegel. Und das brauchen wir wieder, um Melatonin zu bilden. Das heißt, abends nochmal so dankbar zurückzuschauen. Sagen, was ist heute gut gelaufen? Auch ein bisschen stolz. Was habe ich, gesunder Stolz, also nicht so arrogant, sondern was habe ich einfach gut gemacht? Was habe ich erledigt? Was ist auch geschafft? Was gibt mir gerade Sicherheit? Das Gefühl von Sicherheit reduziert Cortisol, also das Stresshormon. Und auch ein Gebet, ein Abendritual. Und den Tag wirklich abschließen. Und auch vielleicht ein bisschen so diese Allmachtsfantasien. Du hast das ein bisschen angedeutet, wie wichtig man sich fühlt manchmal. Ne? Und man denkt ja oft, es hängt alles von einem ab. Und eins meiner absoluten Lieblingszitate ist von Jim Henderson. Und er sagte mal, im Lauf meines Lebens habe ich zwei Dinge erkannt. Es gibt einen Gott und ich bin's nicht. Und ganz oft haben unsere Schlafprobleme oder unser Kopfkino neben dem körperlichen und so damit zu tun, dass wir meinen, wir müssen alles in den Händen halten. Und das ist einfach ein bisschen viel. Sag mal, stimmt das eigentlich, dieser Eindruck, dass so nachts, wenn man nachts wach wird oder so, dass dann Sorgen so viel größer sind als am Tag? Ja. Ist das so? Kannst du dir erklären, warum das so ist? Ja, hat mit zwei Sachen zu tun. Das eine ist, dass das Gehirn nachts manche Bereiche einfach abschaltet. Also, das heißt also, das logische Denken, rationale Denken, das brauchst du eigentlich nachts nicht, weil du musst keine Matheaufgaben lösen. Eigentlich sollst du nachts nur das Tagesgeschehen verarbeiten. Das Gehirn soll sich regenerieren. Deswegen werden bestimmte Bereiche einfach runtergefahren. Das heißt, wenn du nachts aufwachst, kannst du nicht mehr so logisch denken wie am Tag. Und wenn dann und der Serotoninspiegel, der wird eben verbraucht und ist nachts einfach niedriger. Heißt, was man machen kann, ist abends noch ein paar Nüsse essen, die enthalten Serotonin, Sauerkirschsaft, sowas, also das den Serotoninspiegel ein bisschen erhöht. Oder was man machen kann, ist einfach so einen Notfallkoffer mit schönen Gedanken bereithalten. Weil man kann nicht nicht denken. Und wenn dann nachts, wenn man müde ist und dann kommen eben die Gedanken, was ist mit der Steuererklärung, was ist mit dem, was ist, oh, ich habe das noch nicht gemacht und oh, Hilfe. Und wenn man dann sagt, boah, ich denke jetzt bewusst an was Schönes. So. Also ich bin heute Nacht eben aufgewacht, weil diese Straßenlampe mir zu hell war. Und dann habe ich einfach bewusst an ein paar schöne Erinnerungen an meine Jugend gedacht. Weil ich dachte, nee, ich will mich jetzt nicht verrückt machen. Jetzt bin ich gerade wach. Und dann habe ich einfach bewusst absichtlich Sachen gemacht, wo ich wusste, die erhöhen das Serotonin wieder ein bisschen. Das heißt, es ist immer gut, wenn man was griffbereit hat an positiven Gedanken. Ja. Okay. Vielen Dank. Ich glaube, wir könnten noch viel, viel mehr über das Thema Schlaf reden. Da gäbe es noch viel zu sagen. Aber ich glaube, du hilfst dann gerne weiter. Machst du noch öfter solche Schlafcoachings? Ja, also zum einen coache ich Leute direkt für, ich bin ja Emotionscoach und wenn Menschen merken, sie haben übermäßig viel Angst, übermäßig viel Scham, übermäßig viel Ärger, da gibt es mittlerweile sehr effektive Wege, die Sachen eben schnell zu lösen, so dass die einen einfach nicht mehr so belasten. Und den Schlafkurs kann man jetzt einfach online buchen. Ja, cool. Super, vielen Dank. Gerne. Toni Kraus. Toni hat uns eben schon so ein bisschen erzählt von seinen Kämpfen mit dem Thema Schlafen. Und das hat wahrscheinlich auch so mit dem zu tun, worüber wir jetzt reden, was dich in deinem Leben schon so beschäftigt hat, auch an Gefühlen über dich selbst. Aber wir rekapitulieren nochmal. Also, wir schreiben jetzt mal das Jahr 2004, ist schon ein bisschen her. Ein sehr besonderes Jahr, denn damals stürmt dein Papa gemeinsam mit den Randfichten die Charts mit dem Holzmichel. Wer kennt ihn nicht? Also, selbst wer keine Volksmusik hört, den Holzmichel, den kennt man. Und im gleichen Jahr stehst du zum ersten Mal auf der Bühne. Mit 7 Jahren. Der kleine Toni. Musstest oder wolltest du auf die Bühne? Ich musste. Nee, Quatsch. ich wollte. Das war sogar schon ein Jahr vorher. Der erste Fernsehauftritt 2004 war dann der erste große. Mhm. Aber das war voll meine Welt. Also schon als kleiner Stift beim Papa vor der Bühne gestanden und dann relativ schnell auch auf die Bühne gewollt. Und das war meine erste große Liebe, die Bühne. Mhm. Wie hat sich das denn in dem Alter angefühlt? Du bist ja echt noch jung, so 7 Jahre alt. Wie hat sich das angefühlt, so ein kleiner Star zu sein? Hast du überhaupt gecheckt, was da abgeht? Also
Ich glaube, als Star habe ich mich nicht gefühlt. Naja, du warst hier schon mit einigen Stars auf der Bühne unterwegs. Ja, und trotzdem habe ich das jetzt nie so krass wahrgenommen. Also mein Papa hat mir immer gesagt, ein Star ist immer, wenn man 20 Jahre lang auf der Bühne ist, erfolgreich. Und das war ich noch nicht, da habe ich gerade angefangen. Für mich war das einfach übelst aufregend, also spannend. Die ganzen Leute, die ich noch aus den Volksfestsendungen kannte, die ich mit meiner Oma, meinem Opa immer geguckt habe, persönlich zu treffen, auf der Bühne zu stehen, Musik zu machen, was schon damals meine größte Leidenschaft war. Das war eigentlich wie so ein großes Abenteuer, kann man sagen. Und man selber checkt das ja auch nicht. Also diese Sendungen, in denen ich damals war, die haben 6 bis 8 Millionen Einschaltquote gehabt. Also du kanalisierst das als Kind überhaupt nicht richtig, wo du eigentlich gerade bist und was da eigentlich auch passieren könnte. Und wie gefährlich das in anderen Anführungsstrichen auch auf eine Weise sein könnte, wenn du irgendwas machst, was jetzt nicht so gut wäre oder so. Wie fanden das denn die anderen Kids in der Schule so? Haben die dich gefeiert? Ja, in der Grundschule ging das noch. Also Johann-Georgenstadt als 5000-Seelen-Dorf, hätte ich fast gesagt, ist eine Stadt. Aber da ging das. Also da kannten auch, sage ich mal, die Eltern meiner Mitschüler, meine Eltern, also die waren früher quasi auch zusammen in der Schule. Und da ging das noch, da haben auch sehr die Lehrer die Hände drüber gehalten. Ich musste dann mit der 5. Klasse aufs Gymnasium. Das war eine Stunde Busfahrt entfernt. Und da war natürlich alles viel anonymer und viel größer. Und da ist man dann schon, also 5. bis 7. Klasse, gab es viele verbale Entgleisungen. Und man ist dann auch irgendwie mal durch den Bus geboxt worden oder so. Aber also da war es nicht ganz so nett. Aber man oder ich durfte lernen, damit umzugehen. Das heißt, also das hört sich ja fast schon nach ein bisschen Mobbing an. Hier, das kleine Volksmusikkind wird schon geärgert. Dass das Mobbing war, ja. Ja, wie bist du denn damit klargekommen? Du sagst das jetzt so, ja, man lernt da was draus, aber das macht doch was mit einer Kinderseele. Also, was ich an der Stelle gelernt habe, und das war stellenweise gut, aber stellenweise nicht so gut, ich habe gelernt zu performen. Also, ich kann mich noch ganz gut an eine Situation erinnern. Hauptsächlich haben diese Mobbing-Geschichten immer auf der Busfahrt stattgefunden. Weil Busfahrt war so ein bisschen rechtsfreier Raum, da war kein Lehrer, da waren keine Aufsichtspersonen mehr, also außer der Busfahrer, aber der musste Bus fahren, der konnte sich jetzt nicht darum kümmern, was im hinteren Drittel des Busses passiert ist. Und da war man dem immer ziemlich schutzlos ausgeliefert. Zumal ich damals auch lange Zeit keine Freunde hatte, die sich zu mir gestellt hatten, weil die, glaube ich, hauptsächlich Angst hatten, selber noch eins mit auf die Mütze zu kriegen, und dann ist man lieber weggeblieben. Es hat eigentlich aufgehört, als ich dann 1, 2 Freunde hatte, die, also mein bester Kumpel damals war schon damals 1,90 groß, vor dem hatten alle Schiss, und da ist dann besser geworden. Aber ich kann mich noch sehr gut entsinnen, das war mal sehr, sehr heftig. Ich bin aus dem Bus ausgestiegen, bin nach Hause gekommen und habe geweint und habe zu meiner Mutter gesagt, ich steige nicht mehr in den Bus, du kannst machen, was du willst, ich steige nicht mehr in den Bus ein, ich gehe nicht mehr zur Schule. Und meine Mama hat damals gesagt, du musst wieder in den Bus steigen. Ansonsten merken die, dass sie dich klein kriegen, ansonsten merken sie, dass sie dich treffen. Je weniger du zeigst, dass dich das verletzt, umso besser wird's. Und es war tatsächlich so, also das hat aufgehört in dem Moment, dem mich das nicht mehr gejuckt hat, also zumindest in dem Moment, wo ich das ausstrahlen konnte. Natürlich hat mich das immer noch getroffen, aber ich habe dort gemerkt zu performen. Bis heute ist es so, dass wenn mich Leute nur sehr flüchtig kennen, immer erstmal den Eindruck haben, ich sei total unnahbar, ich sei arrogant. Das ist so das, was auch in meiner Heimat immer noch so über mich so das erste Klischee ist. Und ich glaube, dass das immer noch damit zusammenhängt, dass ich einfach, gerade wenn ich Leuten nicht 100% vertraue oder nicht weiß, in welcher Situation bin ich gerade, dass ich erstmal abchecke und gucke, kann ich mich hier emotional entblößen oder muss ich quasi meine Maske aufsetzen, dass man mir nicht wehtun kann. Und das hält bis heute so ein bisschen an. Manchmal ärgert mich das sogar, dass das so ist, weil ich zutiefst kein arroganter Mensch bin und weil ich das auch überhaupt nicht mag an anderen und das dann selber manchmal auszustrahlen, obwohl das anders ist, das ist nicht so optimal. Jetzt spulen wir mal eine ganze Reihe Jahre vor und hören mal in einen Song rein, in die Musik, die du heute so machst. Der Blick in den Spiegel, das Spiel beginnt von vorn, hab mich so oft verglichen.
und viel zu oft verloren, dann einmal gewonnen, doch dann traf ich dich. Deine türkisblauen Augen, der Duft von deinem Haar, mit deinem Lächeln waren meine Zweifel wieder da. So ein Engel wie du, wie viel ist doch nicht mich. Wow. Ein Song, in dem ich immer noch ganz viele Selbstzweifel höre. Ein Engel wie du will vieles, doch nicht mich. So, dieses, ist das so ein Thema, was sich bei dir wirklich durchgezogen hat durch die Jahre? Wer bin ich eigentlich? Bin ich gut genug? Ja, also ging eigentlich, so ist schon so ein bisschen angelegt. Ich war kein Wunschkind, habe ich immer mal erfahren. Das heißt, ich bin einfach so passiert zwischen meinen Eltern. Ich bin dann zwar trotzdem geliebt worden wie ein Wunschkind, aber so, ich habe dann auch noch kleine Geschwister bekommen, die absolute Wunschkinder waren, und das war dann schon manchmal irgendwie ja hart, das so mitzuerleben. Das eine hat man sich so total gewünscht, und als ich dann kam, dann ist meine Mama erstmal zu meinem Opa in die Garage gegangen und hat geweint. Also irgendwie auch für mich so das Gefühl von, eigentlich ist es erstmal was Tragisches oder was Schreckliches oder so. Meine Eltern haben sich zeitig getrennt, als ich 3 war. Ich war ein Kind, was sehr wenig geschlafen hat, viel geschrien hat, wo man mir dann auch manchmal so ein bisschen das Gefühl vermittelt hat von, wenn ich einfacher gewesen wäre, mehr geschlafen hätte, wenn ich meinen Eltern mehr Zweisamkeit gelassen hätte, dann könnten die noch zusammen sein. Das Mobbing in der Schule, und dann mit 16 hat mich meine erste Freundin betrogen nach 2 Jahren Beziehung. Und das war alles zusammen einfach immer wieder präsent. Du bist nicht genug, du reichst nicht aus, du bist nicht gewollt. Und das, ja, irgendwann war es einfach so drin. Ja. Könntest du beschreiben, wonach du dich da so gesehnt hast, was du gerne gewollt hättest für dein Leben? Ich glaube, in erster Linie, ja, es klingt immer so platt, aber ich glaube, geliebt zu werden. Also vielleicht gemocht, also nicht von jedem geliebt zu werden, aber irgendwie geschätzt zu werden, gesehen zu werden, als der, der man ist. Das ist ja auch schon eine Sache, habe ich gerade schon gesagt, mit diesem, du bist arrogant, das ist auch schon immer was, was immer so über meinem Kopf gespürt ist, von ich werde nie als der, oder selten als der gesehen, der ich bin, weil man immer, oder weil einige Leute immer wieder Sachen auf mich projiziert haben, einfach aus einem Klischee heraus. Also simpelstes Beispiel, wenn ich einen Fernsehauftritt hatte, stand 3 Minuten auf der Bühne und habe dafür einen Haufen Kohle bekommen. So war die Wahrnehmung auch gerade auf dem heimischen Dorf bei meinem Papa genauso. Ne? Also und andere rackern und arbeiten und machen, und das ist ja, abgesehen davon, dass das weder richtig ist, dass man da einen Haufen Geld verdient, also zumindest ich habe als Kind ja nicht so touren können und so viel machen können, wie man das als Erwachsener kann. Ich musste Gott sei Dank noch in die Schule gehen. Aber abgesehen davon stehst du auch nicht nur 3 Minuten auf der Bühne, sondern du bist 3 Tage an irgendeinem Set und dann hast du 3 Minuten einen Auftritt, aber die ganze andere Zeit. Und das war so ein Ding, dass ich mich auch, glaube ich, nicht gesehen gefühlt habe ganz oft. Und dann mit diesem, ich fange an zu performen und spiele eigentlich vor, wer zu sein, der ich nicht bin, verschlimmert man das ja auch nur noch selber. Und dann hat sich auch bei dir irgendwann der Körper eingemischt. Mhm. 2020, was ist da passiert? Ich habe eine halbseitige Gesichtslähmung bekommen, also faciales Parese im Fachjargon. Das heißt, von heute auf morgen ging meine komplette rechte Gesichtshälfte nicht mehr. Nicht mehr lachen, nicht mehr die Nase rümpfen, nicht mehr die Stirn runzeln. Ich habe das gemerkt, als ich aufgewacht bin, was trinken wollte und mir das Wasser wieder aus dem Mund gelaufen ist. Und bringt natürlich mit sich, man sieht entstellt aus. Ich konnte nicht mehr singen. Also erstmal war das beruflich für mich sehr schwierig. Ich konnte nicht mehr singen. Ich sah entstellt aus, sind erstmal beides Faktoren, die auch für meinen Job einfach schwierig waren. Und abgesehen davon funktionieren die einfachsten Sachen nicht mehr. Und, auch damit muss man erstmal umgehen lernen. Dem voraus ging aber eigentlich eine ziemlich lange Abwärtsspirale, weiß ich gar nicht. Also musikalisch lief das super. Über viele Jahre lang, ich habe viel spielen können, große Hallen spielen dürfen, Touren spielen dürfen. Auch für einen Independent-Musiker, sage ich mal, der vieles selber macht, eigentlich wirklich Erfolge feiern dürfen. Jetzt nie die großen Charts und jetzt nie, dass ich jetzt alleine das Olympiastadion in Berlin voll machen würde, aber so, dass ich mit dem, was ich gemacht habe,
leben konnte und es irgendjemand interessiert hat. Und dabei aber habe ich versucht, eben dieses Selbstwertproblem, was ich hatte und bestimmt auf irgendeine Weise auch teilweise immer noch habe, einfach zu verbessern, indem man halt einfach einen Rock'n'Roll-Lifestyle angefangen hat, der sich dort, sobald man auf Bühnen steht und einen gewissen Erfolg hat, auch einfach relativ einfach anbietet. Man hat Geld, da gibt es Frauen, die vor der Bühne stehen und irgendwann fängt man an, sich das halt, ich sag's ganz bewusst, so zu nehmen, und weil man glaubt, dass es einem gut tut und weil man irgendwie für einen Moment immer wieder das Gefühl hat von, ich bin doch was wert und irgendwie kann ich mich damit stimulieren. Es ist halt nicht nachhaltig. Also es kommt halt, es ist ein Teufelskreislauf, es kommt irgendwann zur Hintertür wieder das Selbstwertproblem noch schlimmer wieder rein. Und genau, dann war so die Erkrankung eigentlich so der Moment, wo ja, man mal gezwungen war, über alles nachzudenken, wie man so lebt und was man so gemacht hat. Damals auf den Gedanken gekommen, auch zu beten. Mhm. Warum war das ein Thema für dich? Also ich kann nicht sagen, dass ich christlich aufgewachsen bin, aber ich bin auch nicht zutiefst atheistisch aufgewachsen. Es hat einfach bei uns zu Hause keine große Rolle gespielt. Also ich bin als Kind irgendwie getauft worden und ich war auch im Konfirmationsunterricht. Ich habe das ganze theoretische Wissen irgendwie gehabt, aber ich habe keine Beziehung zu Jesus gehabt. Ich habe nicht wirkt. Es hat keine Auswirkungen auf mein tatsächliches Leben gehabt. Es war einfach tote Theorie. Und ich habe 2014, eigentlich bevor diese ganze Abwärtsspirale mit Beziehungen und Untreue und den ganzen Geschichten losging, bei einer Zeltevangelisation mal mein Leben Jesus gegeben. Und zwar ging es in dieser Predigt, die damals war, ging es um Pornografie. Und es war bei mir, wie, glaube ich, für die meisten jungen Männer und mittlerweile auch vielen jungen Frauen, ein Thema in meiner Jugend, in meinem Leben. Und da habe ich, womit ich auch damals schon gestruggelt habe und gedacht habe, so, es ist irgendwie ungesund. Und eigentlich sage ich immer, dass ich das nicht will. Und trotzdem konsumiert man es immer wieder. Und da habe ich damals gedacht, okay, da will ich Schluss mitmachen. Und da habe ich damals mein Leben Jesus übergeben, ist aber eigentlich auch wieder nur Theorie geblieben und man ist relativ schnell wieder in seinen Alltag zurückgefallen. Und dann habe ich mich irgendwie genau daran erinnert, weil ich gemerkt habe, die Ärzte haben gesagt, also die Heilungschance steht bei 90%. Was ich in dem Moment gehört habe, ist, es gibt 10% Restrisiko, dass es so bleibt. Und das wollte ich natürlich verhindern. Und an der Stelle war ich gezwungen, mich zu fragen, wer ist derjenige, der das Leben in der Hand hat und der entscheiden könnte über 90% oder 10%. Und ja, da habe ich mich irgendwie dran zurückerinnert, habe auch dieses Thema, weswegen ich damals eigentlich ja zu Jesus gesagt habe, nochmal ganz neu aufgerollt mit damals 23. Bin auch frei geworden davon, aber ich habe diesen Knackpunkt sehr gebraucht, um überhaupt wirklich mit Jesus zu starten. Also so richtig. Ich habe mich bestimmt auch vorher schon als Christ bezeichnet, aber aus heutiger Sicht muss ich sagen, dass mein Leben relativ wenig damit zu tun hatte. Und ja, ich habe Gott sei Dank einfach aus diesem Schicksalsschlag, der da kam, irgendwie was Gutes machen dürfen und habe mich 2021 auch nochmal oder in meinen Augen zum ersten Mal richtig taufen lassen und bin seitdem mit Jesus unterwegs und durfte ganz viele Schritte gehen, die ja mich heute, glaube ich, schon zu einem an vielen Stellen anderen Menschen machen als der ich noch vor 3 Jahren war. Und Sie lebten glücklich bis an Ihr Lebensende. Glaub an Gott und alles wird gut. Ist das die Moral von deiner Geschichte? Jein. Also das Erste ist, nur weil ich Christ bin oder nur, ich finde das Christsein, nur weil ich Jesus kenne und mit Jesus unterwegs bin, weil ich ihm nachfolge, heißt das nicht, dass es immer nur Sonntage in meinem Leben gibt. Im Gegenteil, vielleicht hat man als Christ sogar an mancher Stelle in dieser Welt mehr Probleme, als wenn man kein Christ ist. Aber ich weiß, wo ich mich damit hinwenden kann und ich weiß auch, wer meine stärkste Waffe ist, sage ich ganz bewusst. Und das andere ist, und das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, weil das war, glaube ich, das Problem an meinem Ja zu dieser Zeltevangelisation. Es mag Menschen geben, die ein Übergabegebet sprechen oder Ja zu Jesus sagen und von heute auf morgen ändert sich das Leben wie von selber. Ich will nicht absprechen, dass es das gibt. Ich glaube, dass es das wirklich geben kann. Ich glaube nur nicht, dass es die Regel ist. Und was ich zu spät verstanden habe und mir heute wünschen würde, dass ich es früher gewusst hätte, ist diesem Ja zu Jesus. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste erstmal, auch mit Ewigkeitsperspektive. Aber ich muss selber in die Puschen kommen und muss selber auch Dinge
ändern in meinem Leben, mir Strukturen schaffen. Also ich muss auch selber was machen. So dieses Ding von, jo, Gott wird es schon regeln und ich brauche mich überhaupt nicht stressen und muss da gar nichts machen. Das ist, glaube ich, ein Irrglaube. Und ich denke aber, dass das in den Köpfen von vielen Menschen so drin ist. Und man sagt ja zu Gott und alles regelt sich dann von selber. Und wenn sich's dann nicht regelt, dann bin ich enttäuscht von Gott oder dann ist das ein Zeichen dafür, dass es Gott nicht gibt oder so. Also ich glaube, weiß nicht, ob man zwangsläufig glücklicher ist. Doch, ich denke schon. Aber vielleicht nicht dieses irdische Glück, wie wir manchmal Glück definieren, mit Erfolg und mit viel Geld und mit Frauen und alles, was ich früher gedacht habe, was irgendwie glücklich macht. Also manchmal kann es auch einfach ein Glück sein, zu wissen, zu wem ich kommen kann, wenn es nicht gut geht. Und ich glaube, es macht dich glücklicher, wenn du dein Selbstbild nicht davon abhängig machst, was andere über dich sagen. Ja, absolut. Also das war auch eigentlich der absolute Schlüssel, weil das könnte man vielleicht am Ende jetzt noch fragen, was ist denn mit meinem Selbstwertproblem? Das wäre meine letzte Frage gewesen. Du wärst ein toller Moderator. Ja, ich habe ein bisschen Journalismus studiert, das kommt mir vielleicht. Zu verstehen, dass Gott... dass ich für Gott ein Wunschkind war. Mhm. Vielleicht nicht im ersten Moment für meine Eltern, aber für Gott schon lange, bevor ich da war, vielleicht sogar bevor meine Eltern da waren, für Gott ein Wunschkind gewesen zu sein. Und dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott, der die Galaxien geschaffen hat, wenn ich manchmal, ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir in der Natur stehen und einfach so ein richtig eindrucksvolles Bild haben von, boah, das ist so krass, das erschlägt einen so. Dass der Gott, der das geschaffen hat, der Meinung war, dass es mich braucht auf dieser Welt. Und der sagt, ich liebe dich, egal was du machst. Also egal, du kannst nichts machen, dass ich dich nicht mehr liebe. Und vor allem, ich habe für dich und für das, was du verbockst, den bestialischsten Tod erlitten, den man erleiden kann. Ich glaube, es gibt nichts, was einem Menschen mehr Wert zusprechen kann. Und das zu verstehen, wenn ich das verstanden habe, dann hat es mir sehr geholfen, dann musste ich nicht mehr meine Mitmenschen aussaugen oder meine Freundinnen oder wen auch immer oder alle Möglichkeiten des Konsums nutzen, sondern dann, wenn mein Wert steht, dann kann ich anfangen, wirklich zu leben. Und klar gibt es immer noch Momente manchmal, wo ich wieder in den Spiegel gucke und manchmal irgendeine Ablehnung erfahre, wo man dann wieder an seinem Wert zweifelt, aber genau dasselbe Ding. Ich weiß, wo ich hingehen kann damit und ich weiß, wer mir den Wert zuspricht. Wisst ihr, was für mich ein großes Glück ist? Mich regelmäßig mit so tollen Menschen unterhalten zu können, so viele Geschichten zu hören, so viel zu lernen. Vielen Dank euch allen für das, was ihr heute hier erzählt habt. Alles Gute euch. Dankeschön. Danke, es war eine Freude, mit euch hier zu sein. Ja, und wir freuen uns auch, dass ihr dabei wart. Wenn ihr das jetzt noch seht, habt ihr bis zum Ende durchgehalten und es muss eine gute Sendung gewesen sein. Schön, dass ihr mit dabei wart. Nächste Woche sehen wir uns dann wieder. Da wette ich, hat die Redaktion wieder drei tolle Gäste fürs Talkwerk eingeladen. Und zwischendurch könntet ihr euch ein bisschen trösten mit dem, was wir bei ERF Yes sonst so machen. Wir sind da, wo du bist, mit Radio, mit Videos, mit Podcasts. Also, wenn ihr euch inspirieren lassen wollt, von uns aus jederzeit gerne. Und dann bis nächste Woche hier im Talkwerk. Macht's gut, bis dahin. Ciao.